Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Genau. Und eigentlich müssen wir für alles, was wir hier gerade machen, auf die Citadel. Ich wüsste gerade echt gar nichts außer Irune, weil das ist der ständige gesuchte Sektor. Ich glaube, diesen Sektor gibt es nicht. Müssen wir für alles auf die Citadel und ja, ne? Das wird ein Spaß. Ich habe einen Fleck auf dem Bildschirm gehabt, glaube ich. Ich scanne nochmal hier. Vielleicht finde ich ja was, aber nix. So. Allianzkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Haben wir Landeerlaubnis? Allianzkontrolle, hier Normandy. Wir sind unterwegs zur Bucht 1-4, Sakara-Bezirk. Haben wir Landeerlaubnis? Ach, komm. Zum Teufel geht da unten vor. Selbst bei einer Fehlfunktion der Station müssten die Backups online sein. Ich habe ein übles Gefühl. Überprüfe die Notsignalkanäle. Hey, ja, hier ist Joker. Aha. Ja, ohne Witz. Commander, ich habe Thane in der Leitung. Er sagt, das sei wichtig. Sie sollten sich das anhören. Stellen Sie durch. Shepard, die Citadel wird angegriffen. Bitte was? Überall sind Cerberus-Truppen und sie haben die Kontrolle über die Docks. Außer Gefahr? Nein. Ich musste ihre Elite-Soldaten im Krankenhaus umgehen. Und bin jetzt bei einer Lagenfront auf dem Präsidium. Hat Ashley es geschafft? Wir wurden getrennt. Sie sagte, sie müsse den Rat beschützen. Ich bin unterwegs zum Hauptquartier von C-Sicherheit. Wieso C-Sicherheit? Es wurde eingenommen. Und C-Sicherheit braucht es. Solange Cerberus es hält, haben sie auch die Station. Gut, Joker. Nicht zu den Docks. Es geht zum Hauptquartier von C-Sicherheit. Wir nehmen das Shuttle. Zu Befehl, Commander. Na, Cerberus macht uns das auch nicht einfacher, den Kampf hier. So, brutale Kampfkraft. Wir nehmen Gabbers und Edie einfach mit. So. Da wird nichts sein. Punkte, 7 Punkte. Wieso habe ich denn schon wieder 7 Punkte? Wo habe ich die denn her? Erhöht Kraft und Schaden von Gruppenmitgliedkräften. Schaden und Kraftbonus um 10. Gewichtskapazität. Wofür eine Gewichtskapazität? Sind wir hier in einem. Nein, wir sind in einem Rollenspiel. Ah, okay. So, Verbrennung, Täuschkörper. So, und Garrus hat auch wieder 5 Punkte. Das heißt zu wenig. Okay. Also, Cerberus macht uns den Krieg auch nicht leichter. Na, wunderbar. Okay, Leute, hier wird gekämpft. Sofort in Deckung. Wird gemacht. Okay, Leute, absolute Kampf, absolute höchste Priorität. Das ist die Citadel. Die muss um jeden Preis geschützt werden. Ein Versagen kommt nicht in Frage. Viele Unruhen, ja. Ach du Scheiße, warum wird denn hier wieder alles zerstört? Das ist doch unfassbar. Ich glaube, ich bin zu weit weg dafür, kann das sein?
Ja. Okay, das bringt nichts. Wir müssen die Seite, die Flanke beseitigen. Okay, okay, okay. Los. Ach, komm. Du hattest keine Chance. Shepard! Bailey! Shepard, ich habe gesehen, wie Cerberus sie angegriffen hat. Ich dachte, das wäre ihr Ende. Bailey, was machen Sie denn hier? Ich versuche verzweifelt, das Hauptquartier zurückzuerobern. Cerberus hat es bereits eingenommen. Wir müssen sie vertreiben. Ohne das Netzwerk ist die gesamte C-Sicherheit blind. Wie schlimm ist es? Wissen Sie, ob die Ratsmitglieder noch am Leben sind? Sie haben sich getrennt. Wenn ich drin Zugriff auf ein Terminal bekomme, kann ich mehr sagen. Können Sie uns reinbringen? Ich kümmere mich um die Tür. Wenn mich diesmal keine Kugel unterbricht. So, der C-Sicherheit-Netzwerkzugang von Cerberus. Wie soll das helfen? Cerberus kontrolliert die Hauptkanäle. Ich mache einen neuen auf, sonst haben unsere Leute keine Chance. Hallo? Was haben Sie? Eine Warnung von Ratsherrin Eschiel, sie soll sich hier mit dem Executor treffen. Dieser Schritt fordert Vergeltung. Das ist eine Untertreibung. Wenn sie da drin ist, hat sie Ärger. Warum jetzt? Ein Ratsmitglied trifft sich mit dem Executor? Jemand von Bedeutung soll angeklagt werden. Und dieser jemand hat wohl Freunde bei Cerberus. Der Ratsherr hat Odina erwähnt. Aber das ist Wahnsinn. Hat er überhaupt einen derartigen Einfluss? Und wer weiß darüber genaueres? Das Ratsmitglied. Ich kann eine Rettung starten. Ein Ratsmitglied ist besser als keines. Wohin muss ich? Die Ratsherrin könnte im Büro des Executors sein. Eine Position, die sich gut verteidigen lässt. Bin dran. Sekunde. Okay, Verbindung über Universalwerkzeug. Los. Okay. Jetzt hätte ich auch nie für möglich gehalten, dass wir auf der... Haben Sie das alles gehört? Ja, ich nähere mich dem Gebäude. Aber das Rennen fällt mir schwer. Ich versuche zu ihm zu... Okay. Dass ich jemals die Citadel auf dem Boden verteidigen muss. Und das wird nichts, Leute. Das wird nichts, meine Freunde. Ach komm. Ach komm, nicht schon wieder. Der hat da leider ausgehalten. Meine Güte. So, weiter. Was war das? Oh. Oh. Nee, du stehst unter Tod. Was haben wir denn hier? Na, wunderbar. Oh, Kacke. Hä? Hey! Klappt das noch? Ach, Verluste, ihr werdet komplett ausgelöscht, wenn ihr das nochmal macht. Und ihr höchstpersönlich. Truppen in der Lobby. Sie hatten sich verschanzt. Ich kann mit den Kameras alles sehen. Sie sind überall auf der Station. Na, wunderbar. So. Oh, oh. Hab ich? Zugriff? Danke. Das war wohl nix, Leute. Hallo. Aua. Ah, es hat schon ein bisschen weh getan. Ach du Scheiße, alles zerstört mal wieder.
Also die Citadel hat's auch nicht leicht, ne? Ist das hier ein Badezimmer? Oh. Cerberus. Sie haben ihn nicht mal raus in den Gang geschleppt. Das ist einfach unfassbar. Cerberus so agiert und dass wir mal mit denen da irgendwie mal so gearbeitet haben. Waffenmodstation, das bringt uns halt jetzt auch nicht so viel. So. Aha. So. Los. Ach komm. Gibt es da drin Überlebende? Bisher nicht. Verdammt, suchen Sie weiter. Okay, jetzt keiner. Aua. Richfield! Lamont! Sind Sie am Leben? Sie verringern unsere Chance, den Feind zu überraschen. Wenn Schüsse Ihre Aufmerksamkeit nicht erregen, gelingt mir das auch nicht. Ja, das stimmt vielleicht sogar. A Terminal? Oh, oh, oh. Von Bailey. Eintrag 1. Herc warnt, dass er seine Berichte ordentlich ausfüllen soll, sonst trägt sich seinen Arsch von einem Ende der Zitadelle zum anderen. Eintrag 2. Neue Terminierung des Treffens mit dem Analysten vom Zoll wegen der Frachtgewichtdiskrepanz im letzten Jahr. Er darf sich nicht nochmal drücken, verdammt. Eintrag 3. Berichte, dass unerwünschte Personen illegal auf die Station kommen. Biometrik-System neu kalibrieren. Schon wieder. Eintrag 4. Hercs Arsch von einem Ende der Zitadelle zum anderen treten. Oh, was haben wir hier? Aha, aha. Eine Waffe, aber nehme ich mal halt lieber noch nicht. Ne? Was ist denn hier los? Ach komm. Wir müssen ja jetzt hier durch, ne? Ja, oh. War das wirklich nötig? Ja, war's. Oh Mann. Wir müssten jetzt ganz in der Nähe sein. Mhm. Ja, da vorne ist eine Treppe. Die führt direkt zum Büro des Executors. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Was haben wir hier? Credits. Ah. Wow. Das war wohl nix. Das war auch nicht mal ein vernünftiger Hinterhalt. Also Service, das müsst ihr noch lernen. Wie man gegen Commander Shepard ankämpft. Wow, das war die eigene Granate. So. Eieiei, wir haben ja aber schon viele. Was ist hier unten? Wahrscheinlich nichts, ne? Was wichtig wäre, wo wir hinkommen. Ja. Okay. Oh, da ist noch eine medizinische Station. Bailey, den Executor und zwei salarianische Leibwächter hat's wohl erwischt. Verdammt. Also gut, suchen Sie weiter. Wenn Sie die Leiche der Ratsherrin nicht finden, schreiben Sie sie nicht gleich ab. Hab sie gefunden. Anscheinend unverletzt. Bringen Sie sie in Sicherheit. Oh, oh. Denken Sie nicht mal dran. Shepard, er wird uns alle töten. Das bleibt abzuwarten. Odina plant einen Putsch. Die anderen Ratsmitglieder laufen direkt in eine Falle.
Drei gegen einen. Es ist vorbei. Nein, jetzt macht's erst richtig Spaß. Shit. Wie schlimm ist es? Ich habe noch Zeit. Schnappen Sie ihn. Shepard, was geht da oben vor? Thane braucht schnellstens medizinische Hilfe und ich muss mich um einen Attentäter kümmern. Der ist vermutlich hinter dem Rest des Rats her. Machen Sie publik, dass Udina die Macht an sich reißen will. Ich muss zu den Ratsherren. Sie werden zu einem Shuttleplatz auf dem Präsidium gebracht. Fahren Sie. Ich werde versuchen, Sie zu erreichen. Deswegen wollte ich damals jetzt Anderson und nicht Udina Ratsherr werden. Ich habe die Position des Rats. Ich sende sie an ihren Wagen. Gute Arbeit, Bailey. Wir sind fast da. Oh shit. Ich bin jetzt zu Fuß unterwegs. Konnten Sie den Rat erreichen? Negativ. Die Wachen sind tot. Aber wir empfangen noch Lebenszeichen von den Transpondern des Rats. Wohin sind Sie unterwegs? Zum Shuttleplatz über Shalma Plaza. Udina ist bei Ihnen. Wenn er Sie in Reichweite des Attentäters bringt, ist alles vorbei. Ich bin unterwegs. Oh Mann, das ist doch das Präsidiumsunterhaus hier. Was ist denn hier los? Was ist das? Was sind das für Dinger? Fuck. Jetzt will ich mal gucken, wir sind doch hier im Ratsunterhaus, oder? Präsidiumsunterhaus, meine ich. Ist das richtig? Ich höre hier doch Elkor irgendwo. Diese friedlebenden Wesen. Nein. Die wollen einfach nicht stillhalten, was? Ja. Wow. Ja, man kann die Dinger besiegen. Es ist nicht unmöglich.
Eine Nemesis, eine weitere. Servus und Udina. Udina hat noch nie wirklich auf unserer Seite gestanden, hat das Gefühl. Aber jetzt beweist es sich endlich. Sie haben sie hinter sich verriegelt. Na, wunderbar. Das ist doch unfassbar jedes Mal. Ist das hier der richtige Weg? Ich muss da einfach hoffen. Ist hier was? Ah, da sind Credits. Naja. Ich weiß nicht, wo wir genau hier sind. Oh Gottes Willen. Ich bin am Chalmers Plaza. Wo ist der Rat? In einem Fahrstuhl. Sie versuchen zum Shuttle-Dock zu kommen. Jemand folgt ihnen. Jemand mit einem Schwert. Na toll. Na wunderbar. Ich weiß ja nicht genau. Oh Gott. Dass ein Atlas jemals das Präsidium von Davos so angreifen wird. Wow. Erstmal um die großen Feinde kümmern, würde ich sagen. Ja, ich begib mich mal zum nächsten Fahrstuhl. Als wäre das quasi nix. So. Heieiei. Mal diese Action hier. Ist das ein Müll? Das ist ein Müllcontainer. Wichtig, dass man auf solche Details achtet, ne? Okay, ich bin im Schaft. Festhalten. Das wird eine schnelle Fahrt. Oh, oh. Scheiße. Sagen Sie mir, dass der Attentäter den Rat noch nicht erreicht hat. Er versucht's, aber ich lasse seinen Fahrstuhl auf jedem Stockwerk anhalten. Schön. Ich habe unseren Freund gefunden. Schalten Sie seinen Fahrstuhl ab. Die Stromversorgung ist darunter. Ach da. Wir haben's, oder? Auf nimmer Wiedersehen. Na. Achtung, Phantome! Wo? Na, wunderbar. Also auch so. Müsste die ganze Welt nicht stillstehen? Ja, das ist gerade mit der Physik passt das noch nicht so perfekt hier. Was? Wow. Eieieiei. Alter, was sind das für Fahrstühle? Was für ein Fahrstuhlschacht auch vor allem. Shepard, schlechte Nachrichten. Gibt's denn auch andere? Der Killer ist auf einen anderen Fahrstuhl gesprungen und hat meine Steuerung deaktiviert. Ich kümmere mich darum. Da kommen sie! Ja, wir sind ja auch relativ weit oben schon. Was, wo hier? Hä, was? Ach du Scheiß. Das Ding ist ein langer Fahrstuhl, würde ich sagen. Shepard? Ich sehe sie. Springen! Oh gut, du meinst Scheiße.
Nie im Leben! Haben Sie das gespürt? Beschuss! Runter! Los! Cerberus hat das Shuttle getroffen! Alle zurück zum Fahrstuhl! Shepard? Shepard blockiert uns, er gehört zu Cerberus. Alle durchhalten. Shepard, was geht hier vor? Sie machen einen Fehler. Sie sollten mich besser kennen, Ash. Ich kannte den alten Shepard, vor Cerberus. Im Moment weiß ich nicht, wer Sie sind. Es ist keine Zeit zum Verhandeln, Sie wurden alle getäuscht. Udina steckt dahinter, der Salarianische Ratsherr hat es bestätigt. Dafür haben Sie keine Beweise, wie üblich. Im Fahrstuhlschacht hinter uns sind Cerberus-Soldaten, die Sie alle erschießen, sobald Sie die Tür öffnen. Was Shepard sagt, ist unwahrscheinlich, aber möglich. Für Debatten ist keine Zeit mehr. Ich deaktiviere das Schloss. Ich werde das bedauern. Werden Sie nicht. Udina, weg da von der Konsole! Zum Teufel damit! Halt! Wir können jetzt nicht schießen, aber eigentlich müssten wir. Oh Gott. Schneller ging's nicht, Shepard. Anscheinend haben Sie bereits alles im Griff. Es stimmt also. Wir waren in Gefahr. Aber ich verstehe nicht. Sie sagten, Cerberus sei hier. Cerberus war hier. Aber Sie sind in die Keeper-Tunnel geflohen, als Sie gemerkt haben, dass wir kommen. Tut mir leid, Ratsherrin. Ganz offen, Shepard hat Sie gerade alle gerettet. Dann schulde ich Ihnen etwas, Shepard. Für unser Leben und für das Abkommen mit den Primarchen und den Proganern, das ich nie hinbekommen habe. Ich mache nur meine Arbeit. Sie schulden mir gar nichts. In Zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten. Shepard, haben Sie eine Ahnung, was Cerberus damit bezweckt hat? Ganz ehrlich? Nein. Aber ich finde es raus. So, die wichtigsten Personen sind evakuiert und jetzt müssen wir einen Tunnel und 1 Million andere Orte sichern. Bewegung! Es verlief nicht nach Plan. Der Rat kontrolliert die Citadelle noch und Udina ist tot. Udina war entbehrlich. Und was jetzt? Es laufen schon andere Pläne. Ich informiere Sie bei Ihrer Rückkehr. Es überrascht mich, dass Shepard die Oberhand behalten hat. Kommt nicht wieder vor. Mal sehen. Wir haben jeden Zentimeter dieser Tunnel durchsucht, Shepard. Ihr Cerberus-Kumpel ist nur Schall und Rauch. Er kommt schon wieder raus. Er kämpft gerne. Wir sehen ihn wieder. Verzeihung, aber ermuntern tut mich das nicht. Wir können ihn nicht mal identifizieren. Er hat eine VI ins Citadel-System eingespeist, die alle Aufnahmen von ihm löscht. Er hat wohl nicht darauf vertraut, dass Odinas Plan aufgeht. Übrigens, Ihr Freund Fane ist im Huerta-Krankenhaus und muss operiert werden. Es gibt wohl, Komplikationen. Welche? Wird er es denn schaffen? Sie haben anscheinend auf der Citadel nicht viel Drellblut. Ich habe seinen Sohn Kolyat verständigt. Die Blutgruppe passt, aber ich weiß nicht, ob er rechtzeitig da war. Der Weg zum Krankenhaus dürfte sicher vor Cerberus sein. Wenn Sie ihn sehen wollen, dann besser jetzt. Danke. Bin unterwegs. Oh, und der Salarianische Ratsherr sagt, er sei ein Held.
Naja, vielleicht macht es das leichter für ihn. Und ich finde, damit können wir einen Cut machen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.